erkenne ich, ob mein Asthma ausreichend gut unter Kontrolle ist? Prinzipiell sagen wir, dass Asthma unter Kontrolle ist, wenn die Beschwerden selten sind, wenn wir unsere Betamimetika, unsere Bedarfsmedikamente selten brauchen. Selten heißt zweimal in der Woche oder seltener, dann kann ich davon ausgehen, dass mein Asthma in der Regel gut eingestellt ist. Nächtliche Atemwegsbeschwerden ist meistens ein Zeichen für eine schlechte Einstellung. Hier wäre die Therapie wahrscheinlich zu verstärken, wahrscheinlich das inhalative Cortison als erstes zu erhöhen. Es kommt jetzt auf die Situation drauf an. Patienten, die häufig Beschwerden haben, auch in Form von Husten, sollten evaluiert werden, weil Husten als solches ein Symptom für die Verschlechterung des Asthmas sein kann. Und erst dann, wenn der Patient eine besonders schlechte Lungenfunktion hat, verändert sich das in die Form, dass der Patient zu seinem Husten auch ein Geräusch, meistens das sogenannte Pfeifen im Brustkorb, dazu bekommt. In diesen Situationen nimmt der Patient dann das Betamimetikum, aber der Husten alleine kann schon ein Zeichen für eine Obstruktion in den Bronchien sein. Eine Möglichkeit wäre auch die Selbstkontrolle mit einer Lungenfunktion, die der Patient selber durchführen kann, sei es einfach mit einem Pickflometer oder mit einfachen Geräten, die gar nicht teuer sind heute mehr, und einen FEV1 messen, um so ganz genau sagen zu können, meine Lungenfunktion hat sich um 10-20% verschlechtert, der Husten hängt mit dem Asthma zusammen, ich sollte mehr Therapie machen oder ich sollte das mit einem Arzt besprechen, wie ich meine Therapie modifizieren kann.